Brandeis kommt zurück. Er bringt Johanna mit. Er hat es also geschafft, sie auf unsere Seite zu ziehen, ja? Das ist unser Brandeis. Donovan. Darf ich fragen, weshalb Sie Edgar aus dem Club geworfen haben? Oh ja, das würde mich auch interessieren. Ich hätte nicht erwartet, dass Sie so die Fassung verlieren würden. Ich würde sagen, dass Dr. Coldstream ein wertvoller Posten für Ihre Pläne ist. Es überrascht mich, dass Sie ihn hinausgeworfen haben, statt weiter nach Informationen zu graben. Das war unprofessionell von mir, was? Ich schätze, das habe ich von Brandeis. Manchmal ist die richtige Wahl nicht die beste Wahl. Kann sein, dass ich uns das Leben schwerer gemacht habe, aber verdammt nochmal, ich selbst bin jedenfalls glücklicher. Ich bereue nichts. Ich habe gespürt, wie Ihre Angst in einem noch nie dagewesenen Tempo wuchs. Also schloss ich, dass Sie Edgar aus Gründen der Selbstverteidigung fortgeschickt haben. Aber es ist interessant zu erfahren, wie Sie das vor sich selbst rechtfertigen. Dir kann man einfach nichts vormachen. Wie? Was hat der Spiegelneuronen-Algorithmus an sich, das Sie so beunruhigt? Dass er mich selbst beeinflussen kann, ein Nicht-Implantatträger, ja, auf jeden Fall. Wenn der SNA auf den Markt kommt, ist die Menschheit dem Untergang geweiht. Ja, wir wollen jetzt mal nicht übertreiben, aber ja, stimmt schon auch irgendwie. Dass er in den falschen Händen ist, das macht mir Angst. Ja, das auch. Und da fehlt übrigens ein S, habe ich gleich am Anfang gesehen, aber egal. Ich glaube eigentlich das Erste am meisten. Ich meine, dass er in den falschen Händen, in jeglichen Händen ist er eigentlich... Ich finde das generell nicht gut. Also, ja. Das, wie ich es schon mal, glaube ich, vor ein paar Parts gesagt habe, nicht nur, dass die Leute mit Implantaten ja, selber entscheiden sollen, ob sie diese SPF kriegen wollen, sondern ich als Nicht-Implantatträger kann überhaupt nichts mehr daran machen, dass ich die SPF kriege über den SNA. Das ist sehr beängstigend. Ja, für mich persönlich. Dass er selbst mich beeinflussen kann, ein Nicht-Implantatträger. Die vielen Leute, die sich entschlossen haben oder gezwungen sind, das Leben ohne die Hilfe irgendwelcher Upgrades zu bewältigen. Jetzt muss ich mal auf die Uhr schauen, weil das ist ja auch schon wieder ein neuer Part. Jetzt müssen wir uns den Konsequenzen stellen, ohne überhaupt von den Vorteilen profitiert zu haben. Das ist nicht fair, Akara. Ich möchte Sie ja nicht entmutigen, aber die Chance, dass Sie all dem Einhalt gebieten können, ist verschwindend gering. Also für den Fall, dass ich tatsächlich einmal über den MNA bestimmen könnte, ich hoffe, das ist nur ein Fehler in der Matrix oder im Text, würde es Ihnen etwas ausmachen, einige Fragen darüber zu beantworten, wo bei der Feinabstimmung der sozialpsychischen Fürsorge die Grenzen zu ziehen sind? Das ist gar keine schlechte Idee. So eine Art Absicherung, damit wir noch ein Stückchen Hoffnung für die Revolution haben, falls wir scheitern? Also sprechen wir über das primäre Ziel der SPF. Wie sollte ich Depression und Angst regulieren? Lass Leute nicht länger als einen Monat deprimiert sein. Reguliere nichts. Natürlich ist es schrecklich, wenn jemand einen Monat oder länger deprimiert ist. Meine Hose ist kaputt. Merke ich gerade. Entschuldigung. Alter, das ist echt ein Loch. Was geht denn ab? Wo kommt denn das hier? Okay. Aber wie gesagt, was hilft es dem obdachlosen, arbeitslosen Typen unter der Brücke? Naja, die Frage ist er dann, wie lange ist er dann nicht deprimiert? Wann geht's dann wieder los? Weiß man halt auch nicht, ne?
Gott, das ist schwer. Das ist so alles so, das sind so krass ethische Fragen. Leute, ich will eigentlich gar nichts regulieren. Logischerweise, weil ich halte davon nicht so viel. Ich meine, wenn jemand deprimiert ist, nicht jetzt, weil er arbeitslos und obdachlos und keine Ahnung was ist, sondern weil er vielleicht ein ganz gutes Leben hat und alles passt, aber er hat halt trotzdem Depressionen. Dann, auch dann hilft es nicht, einfach nur irgendwelche Medikamente einzuschmeißen, dass ich nicht mehr deprimiert bin, sondern auch dann ist eine Therapie sehr sinnvoll. Ja, warum bin ich deprimiert? Warum fühle ich so, wie ich mich fühle? Bla 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 und so weiter und so fort, ja. Das Ganze einfach nur auszuknipsen, das hilft mir doch nicht. Weil dann kommt es sowieso irgendwann wieder. Und dann bin ich wieder einen Monat deprimiert. Und dann sagt der SPF so jetzt wieder nicht. Das ist doch keine Lösung. Das ist absolut keine Lösung des Problems. Gar nicht. Das ist eine Symptombekämpfung und zwar auch nur für kurze Zeit. Aber die Ursache, das ist doch das Wichtige. Also, sorry, nee, muss ich sagen. Reguliere nichts. Lass uns deprimiert sein. Elend ist ein Teil des menschlichen Daseins. Lass uns einander brauchen. Lass uns um Hilfe bitten. Ganz genau. Und das brauchen wir auch. Vorgeschlagen, Akara sollte Angst und Depressionen nicht regulieren. Ja. Sollte. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Sollte ich Suizide zulassen? Oh Gott, das geht tief, Leute. Das sind alles Themen, die man. Da wurde mir mal gesagt, ich glaube, das war noch in meiner Ausbildung, dass man über gewisse Themen sollte man mit Patienten oder mit Kunden halt nicht sprechen. Dazu gehört Politik, Religion und auch sowas hier. Solch ethische Fragen. Wow, das ist. Ach so, das war jetzt das schlimme F-Wort. Entschuldigung. Ja, ich werde es rausnehmen. Ich muss mir einen Code überlegen für das Wort, damit ich das immer wieder sagen kann. Und ihr wisst, was ich gesagt habe. Ah! Das ist echt hart jetzt. Natürlich gehe ich auf Ja. Also nein, ich gehe auf Nein. Entschuldigung. Also ich gehe auf. Sie sollte sie nicht zulassen. Und das ist deswegen, weil ich halt selber da in meinem Leben halt schon Erfahrung mitgemacht habe, als, weiß nicht, sagt man da Angehöriger. Und das ist was mich immer noch belastet. Mittlerweile habe ich es verarbeitet und ist in Ordnung. Und mittlerweile kann ich darüber reden oder so, aber das ist immer noch ein ganz, 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 ganz hartes Thema für mich. Ganz hart. Darum komme ich auch gerade mit dieser Frage überhaupt nicht klar. Weil ich natürlich jetzt über diese Szene nachdenke oder über diese Situation damals und ich mir überlege, wenn es also diese SPF geben würde und diese SPF hätte jetzt diesen Suizid verhindert. Ja, dann natürlich, dann sagst du als Angehöriger. Echt krass.
das ist harter Tobak, sorry. Ja, natürlich willst du, dass der, dass diejenige Person lebt und, aber das sind deine persönlichen Gedanken. Und genauso, auch wenn wir uns nicht mehr daran erinnern, genauso wie wir uns selber das Leben ausgesucht haben. Ja, manche Leute sagen, das war Gott. Ist schön, dürft, wenn jemand unter euch gerne, ne? Wie gesagt, Religion ist ein Thema, darüber sollte man eigentlich auch nicht sprechen, aber von mir aus war es Gott. Aber wie gesagt, ich sage halt, ne, ich gehe jetzt mal über die Anatomie und alles. Und, ja? Das war etwas, was du dir selber ausgesucht hast, in dem Fall. Auch wenn du dich nicht dran erinnerst, weil du hattest damals noch kein Gehirn, um darüber nachzudenken. Aber das, ja, wow, ja, ich sollte schlafen gehen. Das Leben, davon abgesehen, dass das Leben immer siegen wird, ja, das Leben sucht sich immer auszuleben. Und ich hatte also damals, ja, die freie Entscheidung zu leben und ich habe sie gewählt. So. Und ich persönlich bin auch trotzdem der Meinung, dass natürlich jeder hat die Entscheidung, so zu leben, wie er möchte. Und ich weiß, es hört sich doof an, aber es ist natürlich auch so, jeder hat die Entscheidung, auch sein Leben zu beenden, wenn er es möchte. Die katholische Kirche würde jetzt dir mit dem Kreuz gegen den Kopf hauen. Das darf sie auch gerne tun. Wahrscheinlich auch noch andere Religionen. Aber natürlich hat jeder das Recht, auch sein Leben zu beenden, wenn er es denn möchte. Ich persönlich kann es nicht ganz verstehen. Ich kann es nachvollziehen mittlerweile, durch einige Situationen, die ich auch erlebt habe, dass man sich manchmal so schlecht fühlt, dass, boah, das ist ein hartes Thema, dass du einfach, boah, ich fange gleich das Heulen an. Dass du manchmal denkst, du bist in einem ganz, ganz tiefen Loch und du siehst, du weißt nicht, wie du jemals wieder hochklettern sollst. Du siehst das Licht da oben, du weißt, es ist da, aber du erreichst es nicht und du hast das Gefühl, du gräbst dich immer nur noch tiefer. Und daher kann ich nachvollziehen, dass manche sagen, okay, es geht mir so schlecht und es geht mir über so lange Zeit so schlecht und es wird mir immer nur noch schlechter gehen und darum setze ich dem Ganzen jetzt ein Ende. Ich kann das nachvollziehen, aber andererseits kann ich es trotzdem nicht verstehen, weil für mich wäre das trotzdem nie eine Option. Und das ist immer wieder was man sich selber auch einverleiben sollte, dass, was bringt die Zukunft? Und zwar denk jetzt nicht, was bringt die nächste Woche, weil ja, vielleicht sitzt du nächste Woche immer noch in deinem blöden Loch. Vielleicht noch in 2 Wochen und vielleicht auch noch nächsten Monat. Mein Gott, vielleicht sitzt du sogar noch in deinem verdammten Loch im nächsten halben Jahr. Aber was ist in 5 Jahren? Was ist in 10? Was ist in 30? Was ist dann? Wo bist du dann? Du hast gar keine Vorstellung davon, wo du dich befinden könntest. Du hast absolut gar keine Vorstellung, wo du dich in 30 Jahren befinden kannst. Hast du einen Mann? Eine Frau? Hast du Kinder? Hast du Enkel? Wie sieht dein Leben aus? Hast du dich komplett gedreht? Machst du beruflich jetzt was ganz anderes?
Was, wo findest du dein Glück? Was hat dir damals geholfen, aus dem Loch rauszukommen? Ich persönlich finde diese Fragen so, so spannend. Und nicht nur, dass ich so interessiert bin an sehr, sehr vielen Dingen, ob das jetzt das Universum ist oder... verschiedene Geschichten, in die ich gerne eintauche, ob das jetzt ein Buch ist, ob das ein Spiel ist. Ich bin so neugierig über mein Leben, über die Zukunft. Auch die Zukunft, die ich nie erleben werde, weil sie vielleicht ja, in 200 Jahren liegt und solange ich da nicht irgendwo eingefroren bin und wieder aufgetaut werde, naja, ist auch egal. Aber ich bin viel zu interessiert, viel zu neugierig, als dass ich meinem Leben ein Ende setzen würde, freiwillig. Und ich finde, daran sollte jeder immer wieder denken. An die Zukunft. Ich weiß, dass es hart ist in manchen Momenten. Und wenn es einem so schlecht geht, dann denkt man sich, ach, was habe ich von der Zukunft, wenn es mir jetzt so scheiße geht, bla bla bla. Nee, alles. Es sind Gedanken, aber es ist nicht richtig. Wie gesagt, nochmal kurze Wiederholung. Nicht an nächste Woche denken und nicht in 2 Wochen oder nächsten Monat. Und auch nicht ins nächste halbe Jahr, noch nicht mal nächstes Jahr. Alles scheißegal. Das wird sich alles entwickeln. Aber echt einfach mal die Vorstellung, was ist in 10 Jahren? Was ist in 20, in 30? Super spannend. Super, super spannend. Für mich. Und jetzt sind wir immer noch bei dieser Frage. Und da hat sich also, wenn ich jetzt also über meine persönliche Situation nachdenke, da hat sich also damals jemand entschlossen, sich das Leben zu nehmen. Und es war sehr hart, es ist immer noch sehr hart. Aber derjenige hat sich halt dazu entschlossen. Ich weiß auch um die Gründe. Ich finde es halt, wie gesagt, schade, weil derjenige nie erleben wird. Wie es allein jetzt wäre. Und jetzt sind auch schon... Oh Gott. Zehn Jahre. Oh mein Gott, es sind 10 Jahre dieses Jahr. Ja. Es sind 10 Jahre. Wow. Oh mein Gott. Ich bin älter jetzt, als sie es damals war. Krass. Krass. Ich bin 3 Jahre älter. Wow. Sorry, Leute, ja. Ich habe jetzt seit... Ja, seit ihrem letzten Todestag letzten Jahres habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. Gott sei Dank. Vorher war das sehr viel präsenter immer. Ja, wir sind immer noch hier. Ich habe langsam das Gefühl, ich verliere den Faden zum Spielen. Es ist ganz, ganz schwer gerade. Natürlich würde ich am liebsten sagen, nein, halt sie alle ab von Suiziden, aber das ist auch nicht meine Entscheidung. Und das ist dann auch wieder dieses Gleiche. Wir könnten jetzt wieder den Satz sagen, kein Gott spielen, bla bla bla. Ne? Bla. Ne? Das ist also so ein Spruch, den ich jetzt sage. Kein Zeus spielen, sagen wir es so. Auf. Das war schon wieder das böse Wort. Es könnte mir so egal sein. Oh Gott, ich würde unglaublich, ohne Scheiß, ich glaube, nach dem Let's Play schaue ich echt mal in andere Let's Plays rein. Ich weiß gar nicht, wie viel es davon gibt, auf Deutsch zum Beispiel auch. Oder auch generell, wahrscheinlich nicht so viele. Von dem Spiel. Ich würde gerne mal wissen,
wie lange sich andere Let's Player oder Spieler Gedanken machen um gewisse Fragen. Ob die das einfach nur so Bauchgefühl machen oder ob ich die Einzige bin, die hier sitzt und eine halbe Stunde, weiß nicht, mit Tränen in den Augen. Wow. Ich bin so eine empathische Person. Eine leidenschaftliche Person. Verdammt. Oh Leute, könnt ihr mich verstehen? Oh, könnt ihr mir bitte mal zureden hier? Ich kann mich nicht entscheiden. Aber ich habe schon die ganze Zeit im Kopf, dass ich ja sage. Also, dass sie sie zulassen soll. Aber es hört sich in meinem Kopf falsch an. Aber das andere hört sich auch falsch an. Es hört sich beides falsch an. Oh, das finde ich eine richtig, richtig, richtig fiese Frage. Ich krieg schon wieder Tränen in die Augen. Aber ich glaube, ich gehe auf ja. Nur weil ich jemanden von Depressionen befreien kann, mache ich sein Leben trotzdem nicht glücklicher oder erfüllter oder sonstiges. Nur weil ich jemanden davon befreien kann, von dem Wunsch, sein Leben selbst zu nehmen, mache ich jemanden nicht glücklicher oder befreien. Oh, fuck. Das bösen Wörter. Scheibenkleister. Und mir ist klar, dass ihr seht, dass ich selber hadere, ja, logischerweise. Also mir ist klar, dass ihr jetzt hier sicherlich vielleicht auch eine andere Entscheidung treffen würdet, ganz logisch, weil ich kann mich selber gerade sehr, 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 sehr schwer entscheiden. Also könnt ihr mir die natürlich auch mitteilen, aber wie gesagt, ich werde es verstehen, gar kein Ding, ne. Das ist nicht so, hier hatte ich gerade eine andere Meinung als du, nee. Ich habe gerade selber keine Meinung. Außer ihr hättet ganz klar eine Meinung, weil bla 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 bla. Ja, ich habe gerade keine klare Meinung. Absolut nicht. Natürlich will ich das. Natürlich will ich, dass sich Menschen nicht umbringen. Aber trotz allem ist es ihre Entscheidung. Und sollte jemand unter euch sein, ich meine, wir haben das eben schon erklärt alles, dachte ich, denke ich, der gewisse, ja, das ist nochmal so eine Art Disclaimer natürlich, klar, der gewisse Gedanken in die Richtung hat, dann es gibt genügend Stellen, an die ihr euch wenden könnt. Und das muss in erster Linie noch nicht mal ein Psychiater, Psychologe sein. Da habt ihr übrigens auch die Möglichkeit, erstmal jemanden auszuprobieren. Ja? Ihr hängt dann nicht an dem fest. Ich glaube, ihr könnt einige ausprobieren, bis ihr euch für jemanden entscheidet. Und ich kenne mich jetzt da nicht so gut aus. Aber ihr könnt auch erstmal nur Notfallseelsorge, Telefon anrufen und den ganz anonym euer Problem schildern und einfach mal sprechen. Ich weiß für mich selber, dass generell über Gefühle sprechen und solche Sachen fällt mir persönlich sehr, sehr schwer. Also würde ich euch oder andere Leute da sehr verstehen. Aber wenn du jemanden hast, mit dem du offen reden kannst, ist das ein wahnsinniges Glücksgefühl. Wirklich. Erst komisch. Also merkwürdig, aber dann wirklich. Ich finde, da kann ich auch recht, in Anführungsstrichen, offen drüber reden, dass ich seit einiger Zeit, obwohl jetzt war ich länger nicht mehr, habe ich eine Selbsthilfegruppe wegen einem ganz, ganz anderen Thema. Und
ach, ich wollte immer so lange hingehen und bin da nie hin. Und dann war ich doch mal da und das war total awkward. Und wie gesagt, jetzt war ich zwar länger nicht mehr, aber ich war zwischenzeitlich sehr, sehr regelmäßig und es tut so gut, gerade mit Leuten zu sprechen, die selber wissen, was du durchmachst oder selber das gleiche Problem haben. Das ist so befreiend, weil du kannst mit so vielen Leuten über deine persönlichen Probleme gar nicht sprechen, weil sie möchten es verstehen, aber sie können nicht, weil sie es halt nicht kennen. Ist ja auch ganz logisch, ja. Ganz klar. Dein bester Freund will dich verstehen, aber er kann halt nicht. Er kann dir tolle Ratschläge und Tipps geben, aber das muss dir lange noch nicht helfen. Und da ist so eine, also für mich persönlich war das cool. Ich persönlich wollte bisher nie jemanden, keine Einzelperson, mit der ich spreche und die mich da therapiert oder so, sondern ich wollte einfach mal offen über meine persönlichen Probleme reden. Und ich wollte wirkliches Verständnis dafür haben von Mitbetroffenen. Und das fand ich 1A. Aber das ist, denke ich, auf jedes Problem und sonstiges nochmal ganz. Muss man nochmal abwägen, was das Beste dafür ist. Oh Gott, jetzt bin ich aber weit abgekommen. Ja, ich gehe jetzt auf Ja. Sorry. Ich mache mir jetzt nochmal ganz kurz für mich 2 Sekunden Gedanken, aber ich glaube, dann mache ich das. Ich sehe schon, es wird ein sehr persönliches Let's Play hier, ne? Ja, witzig, witzig. Ha, 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 ha. Sehr witzig. Das sollte man niemandem sagen. Am Ende wisst ihr mehr über mich als sehr gute Freunde von mir. Auch cool, oder? Sollte ich Suizide zulassen? Ja. So wie das tun kann, die Leute sollten das Recht haben, mit ihrem Leben anzufangen, was sie wollen. Sogar es zu beenden. Oh, Gottes Willen. Vorgeschlagen, Akara soll Suizide zulassen. Was nun Gewalt betrifft, sollte ich Vergewaltigung zulassen? Alter! Alter, das wird immer schlimmer. Also nicht, also nein, also wisst ihr, was ich meine? Nicht, dass eine Vergewaltigung jetzt schlimm. Nein, oh nee. Alter. Alter, habe ich einen Schnaps zu Hause? Ich brauche jetzt erstmal irgendwie einen kleinen Schnaps, glaube ich. Ich ertrage das hier gerade nicht. Boah, nee, Leute. Nee, ich weiß, dass ich laut meiner Laberei die ganze Zeit jetzt gerade eigentlich auch Ja sagen müsste. Aber es kann ich nicht. Meine Platte arbeitet ganz schön. Ich hoffe, sie ist nicht gleich voll. Sollte ich vielleicht eigentlich mal abchecken. Ich laber viel zu lange. Nee, Leute, da muss ich jetzt, nee, da möchte ich jetzt auch gerade echt nicht drüber reden und, nee, das ist einfach nur nein. Ja, das kann sie echt gerne, weil, sorry, das sind so Sachen, ey, und da haben wir schon drüber geredet, Leute. Wir haben schon darüber geredet, dass ich zum Beispiel Vergewaltiger gerne lobotomieren würde. Weil ich weiß, es geht gegen Menschenwürde und Menschenrechte und dann rennen sie nur noch als willenlose Zombies rum. Es geht mir nicht um Depressionen und hysterische Frauen, sondern es geht mir um Vergewaltiger und Mörder und weiß ich was. Ja, und wenn du die, I'm sorry, menschenwürdemäßig lobotomierst, ich weiß, es ist kacke, aber dann sind sie halt nur noch willenlose Zombies und sie haben keine großartigen Emotionen mehr. Das ist wie die SPF, ist doch eigentlich ganz cool. witzig.
Ich finde das schon immer eine gute Idee. Weil das Ding ist, manche Leute sagen dann, ja, solche Leute soll es kastrieren und solche Sprüche halt. Das Ding ist aber, wenn du jemanden kastrierst, also wenn er ein Vergewaltiger, ja, dann kann man nichts mehr mit dem Ding da unten. Also wenn du jetzt wirklich sagst, du scheißt das Ding ab, ja, halt. Wenn du einen Enuchen, Eunuchen aus ihm machst, irgendwie so. Ja, dann kann er nichts mehr damit anfangen. Er kann immer noch Gewalt ausüben mit seinem Körper. Und er hat immer noch die Gewalt- und Machtfantasien. Aber wenn du ihn lobotomierst, dann hat er es nicht mehr. Versteht ihr meinen Standpunkt? Also, ich weiß, der ist hart und der ist krass. Aber hey! Es ist keine Todesstrafe. Ich mache nur einen willenlosen Zombie aus ihm. Das ist in Ordnung für ihn dann. Dann. Ihm geht's nicht schlecht damit. Ja? Und er kann keinem mehr schaden. Es geht nicht darum, dass ich aus jeder hysterischen Ehefrau, Hausfrau, einen willenlosen Zombie machen will, so wie man es früher gemacht hat. Weil die hat ja eigentlich niemandem geschadet. Außer, dass sie ihrem Mann aus dem Senkel gegangen ist oder weiß ich was. Dass sie halt wahrscheinlich nach der Schwangerschaft so eine postnatale Depression hatte und sowas. Und die Leute es nicht verstanden haben halt. Aber wenn ich jemanden habe, der wirklich jemanden willentlich schaden will, ja, dem mache ich dann, wisst ihr, ja, das habe ich jetzt geklärt. Also, sollte ich Vergewaltigung zulassen? Nein, Alter, sorry, nein. Die Gesellschaft kämpft schon seit langer Zeit dagegen an und ist einer Lösung noch nie nah gewesen. Sollte der SNA tatsächlich zur Anwendung kommen, sollte dabei zumindest das Thema Vergewaltigung verschwinden. Akara vorgeschlagen, sie sollte Vergewaltigung verhindern. Alter, dieses Spiel macht mich irre. Fertig. Sollte ich Morde zulassen? Ja, das ist dann das gleiche Thema, würde ich sagen, ne? Ich meine, ich weiß schon generell, wir reden gerade nur von der Möglichkeit, wenn, ja? If. Also, natürlich ist es alles Gedankenkontrolle, aber ganz ehrlich, wenn sie das aufhalten kann, wenn sie Vergewaltigung aufhalten kann, wenn sie Morde, ja, sollte sie alles aufhalten. Oder halt nicht zulassen. Ich sehe gerade, dass es irgendwie alles sehr komisch sich anhört, ne? Im Gegensatz zur Depression und Suizid. Es tut mir leid, Leute, aber das ist mir dann doch zu hart hier. Sollte ich Morde zulassen? Nein. Ich bin niemand, der irgendwelches Benehmen zensiert, aber wenn es darum geht, Leben zu retten, soll der SNA verhindern, dass es Morde gibt. Okay, natürlich vorgeschlagen, Akara sollte Leute davon abhalten, zu töten. Sollte ich zulassen, dass Fremdenhass oder Homophobie existiert? Nein. Die Fragen sind doof gestellt. Sollte ich zulassen? Nein, sie sollte es nicht zulassen. Ja, da gibt es für mich keine. Ja, da gibt es für mich keine große Diskussionsgrundlage hier. Sollte ich zulassen, dass Fremdenhass oder Homophobie existiert? Nein. Bitte, falls der SNA zum Einsatz kommt, sollte es so etwas nicht mehr geben. Sollte ich zulassen, dass Frauen weiterhin unterdrückt werden? Wow. Ja, nein, was? Frauen werden doch heutzutage nicht mehr unterdrückt? Ach, was? Wo lebst du denn, Donovan? What? What? Und davon müssen wir müssen noch nicht mal von unserer westlichen Welt jetzt hier gerade sprechen. Reden wir von ganz anderen Ländern. Also, wer will mir erzählen, dass Frauen in dieser Welt nicht mehr unterdrückt werden? Was ist das für eine Aussage? Allein wenn man schon sagt, das Starke und das
schwache Geschlecht, da kriege ich schon das Kotzen. Weil allein das ist schon Unterdrückung. Wow! Oh, darüber könnte ich mich jetzt aufregen. Mach ich aber nicht. Nur mal kurz meinen Standpunkt geäußert hier. Ah! Das wird ein langer Part, Leute, glaube ich. Oder ich muss den splitten. Was geht denn ab? Sollte ich zulassen, dass Frauen weiterhin unterdrückt werden? Nein. Scheiße, das ist eine gute Frage. Bitte lass Frauen endlich frei sein. Wenn es uns schon nicht gelingt, den SNA zu stoppen, möchte ich wenigstens Trost in der Tatsache finden, dass der Sexismus ein für alle Mal ausgelöscht ist. Ja, soll den Sexismus beenden. Ja, soll sie bitte machen. Ich glaube, langsam stehe ich auf den SNA und den SPF. Wow! Akara, du kriegst gleich... Ding, 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 ding. Ah! Ich muss sagen, ihr Verhalten ist etwas scheinheilig. Ich sag jetzt einfach nichts. Warum sagst du das? Sie sind gegen den SNA, haben aber nichts gegen seinen Einsatz, wenn ein Problem sie selbst betrifft. Ja, natürlich. Wir haben ja auch gerade nur von der Möglichkeit gesprochen, falls es ihn wirklich dann gibt, was sie dann machen könnte. Das war alles gerade nur theoretisch. Sonst hätten wir das ganze Gespräch auch gar nicht führen müssen. Hallo? Hallo? Jemand da? Jemand zu Hause? Vielleicht sind sie nur gegen die Art, wie er eingesetzt werden soll. Ja, wahrscheinlich schon. Nein. Was? Nein. Ich habe alles nur für den Fall gesagt. Ja, genau. Dass wir ihn nicht verhindern können, habe ich eben schon gesagt. Alles nur Theorie. Aber sie hätten mir doch sagen können, ich soll die Leute überhaupt nicht beeinflussen. Dann wäre es, als wäre es ihnen geglückt. Ja, sie hat recht. Da hat sie wirklich recht. Ich weiß. Ich weiß. Aber ihre Fragen waren auch assi. Und, nee, sorry. Ja, nee, ja, ich weiß. Ja, das ist scheinheilig. Dann bin ich von mir scheinheilig. Ja, ist okay. Ist okay. Was wollen Sie denn dann eigentlich? Ja, wie du meinst. Aber mach es einfach, wie ich sage, wenn der SNA kommt, ja? Wenn ich den Spiegelneuronen-Algorithmus tatsächlich kontrollieren kann, werde ich genau das tun, was Sie vorgeschlagen haben. Dankeschön. Akara wird eine Anweisung zur SNA-Kontrolle beherzigen. Ja, das finde ich gut. Oh, ich brauche den Stops. Wissen Sie, als Sie mich vor Edgar gelobt haben, habe ich etwas empfunden, das ich für einen Glücksrausch halte. Wow. Herzlichen Dank dafür, Donovan. Das freut mich zu hören. Du bist wunderbar, Akara. Du solltest stolz auf dich sein. Oh Gott, jetzt auch noch das. Irving? Und? Ist es Ihnen gelungen, unsere... Oh Gott, und ich habe jemanden gefoltert. Nach den ganzen Antworten jetzt habe ich jemanden... Okay, egal. Und ist es Ihnen gelungen, unsere liebe Anwaltsfreundin Naima in die Finger zu kriegen? Bestens. Muss zugeben, ich habe gedacht, sie hätten es nicht drauf, jemanden wie sie klein zu kriegen. Was? Sie haben sie umgebracht? Ich bin schuld. Und ich bin schuld. Da 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 da. Das setzt dem Ganzen jetzt noch die Krone auf. Wow, Leute. Ich konnte es nicht wissen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich weiß, Schande über mein Haupt. Ja, ich weiß. Sorry, ich bin schuld. Ja, ja, ich hab's gelernt jetzt. Mann, verpissen Sie sich. Ich will nie wieder was von Ihnen hören. Also, was hat sie ausgespuckt? Ja, sorry. Ja, muss ich jetzt... Ja. Ja, ich meine... Ich weiß, es ist jetzt ein blöder Satz, aber für irgendwas ist sie ja gestorben, ne? Ja, ich weiß, es ist ein ganz blöder Satz. Ja, das ist auch fast schon schwarzer Humor, ich weiß. Das ist schon mehr als nur schwarzer Humor. Ja, ist nicht witzig. Ja, nee, sorry, muss ich jetzt, Also, was hat sie ausgespuckt? Okay, ich werde es aufschreiben.
Nee, an der Sache mit Johanna habe ich schon jemanden dran. Alter, nicht noch jemand. Sie wusste also nichts über den SNA? So. Ja, kack. Das haben wir ja dann noch erfahren. Oh, verdammt. Superintendents neuer CEO ist ein 15-jähriges Mädchen namens Radhika. Ja, das wusste ich auch schon. Ja, ich war auch überrascht. Radhika hat wahrscheinlich ein paar Leute umlegen lassen. Zum Beispiel Jack B. Gaynor. Ja. Was? Radhika wurde von Akaras aufgezogen? Aha. Die haben also praktisch ein Wunderkind einem speziellen kognitiven Trainingsprogramm durch eine ältere Version der KI unterziehen lassen. Beängstigend. Entdeckt, dass Radhika von Akaras ausgebildet wurde. Abgeschlossen wäre es, ja, CEO von. Das wissen wir jetzt, aber das wussten wir eigentlich schon vorher, aber gut, das wissen wir jetzt richtig. Akaras Schöpfer ist Dr. Coldstream. Ja, schon klar, weiß ich. Also unterstützt die Regierung Superkontinent tatsächlich bei der SPF? Wir sind erledigt. Alles vollkommen legal, verstehe. Okay, vielen Dank, Irving. Das war sehr nützlich. Obwohl, nächstes Mal tun sie erstens niemandem etwas zuleide. Das macht die Sache sauberer für alle Beteiligten. Und ja, das Wichtigste ist, bringen Sie das Ziel verflucht nochmal nicht um, wenn man Sie nicht darum gebeten hat. Okay, Wiedersehen.